Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen The Isle Video. Heute spielen wir als Deinosuchus. Und dieser kleine Racker hier, der heißt Renekton. Renekton der Dino. Mit dem versuchen wir natürlich wieder zu wachsen und zu überleben. Ich glaube, das Wachsen beim Deinosuchus dauert echt lange, 5 Stunden oder so. Also haben wir einiges vor uns. Und wir sind auch schon sehr hungrig. Das heißt, wir sollten gleich mal schnuppern und uns auf Nahrungssuche begeben. Oh, da ist ein Fisch direkt. Ah, komm her. Ah, wir haben ihn. Oh, wir haben ihn doch nicht. Wir haben ihn nur gegriffen. Ich dachte, wir haben ihn gekillt. Der ist ganz schön schnell. Geh down. Ihr seht schon, ich bin noch blutiger Anfänger. Es ist halt ewig her, dass ich den gespielt habe. Aber ich weiß schon mal, wie ich greife. Dann wird schon mal gelernt. Ich hoffe, ich kann den jetzt auch dem Wasser holen. Nee, kann ich nicht. Aber ist egal, wir können ja wahrscheinlich auch sowas essen. Kann man unter Wasser essen? Das weiß ich halt nicht. Oder muss ich jetzt jedes Mal hochschwimmen? Und dann essen. Sieht fast so aus. Aber das Gute ist, das ist auch eine andere Diät, die wir gerade auffüllen. Sehr praktisch. Dann haben wir direkt schon 2 Diäten. Das ist, glaube ich, sehr gut fürs Wachstum. Deswegen fressen wir uns jetzt erstmal hier satt. Das heißt, wir müssen immer das Köpfchen ein bisschen rausstecken aus dem Wasser und dann können wir futtern. Oh. Da wäre noch ein Kroko. Ja, ich glaube, wir können hier niemanden vertrauen. Aber jetzt, wenn Nahrung da ist, wird er schon nicht angreifen, hoffe ich mal. Ich traue ihm trotzdem nicht. Der war aber ungefähr von der Größe genauso groß wie wir. Ja, leider noch keinen richtigen Boost hier. Na gut, wenn wir das noch voll kriegen. Vielleicht finden wir noch so einen Fisch. Ich glaube, wenn wir das voll haben, dann haben wir einen richtig guten Grow-Boost. Und das ist ja gerade auch sehr, sehr wichtig, dass wir schneller wachsen. Da schwimmen noch Fische. Kann man die jagen? Ja, kann man tatsächlich. Oh, sehr gut. So kleine Fischschwärme. Ich hoffe, die bringen mal die gleiche Diät. Müssen wir jetzt mal beobachten. 40%. Also gesättigt haben die ganz schön viel, diese kleinen Fische. Gar nicht mal so einfach. Oh ne, die sättigen nur. Also die füllen die Diät nicht auf, das ist schlecht. Das heißt, wir sollten davon nicht noch mehr essen. Aber wir sind jetzt schon sehr, sehr satt. Ich weiß nicht, ob wir die Diät noch voll kriegen. Könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Ah, hier liegt nochmal so ein Fisch. Ist der tot? Ne, der lebt noch. Aber er bewegt sich zum Glück nicht. Dann können wir ihn einfach totbeißen. Und jetzt sollten wir auch eventuell unsere Diät vollkriegen. Ich dachte gerade, der Baumstamm da links wäre irgendwie was Böses. Ist halt so dunkel noch. Oh, wir können ihn sogar greifen mittlerweile, den ganzen Fisch. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen gewachsen. Sehr gut. Das heißt, wir können den jetzt hier hinlegen. Dann sollten wir den so essen können, oder? Oh, oh, Kanus. Todesrolle. Und nochmal. Dann sind wir auch voll. Ja, die Diät ist voll. Wir hören direkt auf zu essen. Ich will mich nicht überfressen. Wir lassen den Fisch jetzt... Oh, der ist sogar verschwunden. Okay, ich wollte sagen, wir lassen ihn liegen, aber brauchen wir gar nicht mehr. Aber jetzt haben wir beide Symbole hier am Leuchten. Und jetzt haben wir eine 30% beschleunigte Wachstumsrate. Das ist richtig gut, weil das Wachsen dauert ewig als Deinosuchus. Und es ist halt mitten in der Nacht. Ich würde halt jetzt sagen, dass wir uns einen Ort suchen, der safe ist.
Meint ihr, das ist ein guter Spot hier? Ich finde den gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hier sind wir noch im Wasser und ein bisschen getarnt vor Fressfeinden. Oh, hier ist ein anderes Kroko. Oh mein Gott. Oh, ich habe mich richtig erschreckt. Ich war gerade AFK. Oh, Gott sei Dank hat er uns nicht angegriffen. Aber jetzt wissen wir, dass das Versteck schlecht war. Das haben wir jetzt rausgefunden dadurch. Sehr, sehr gut. Wir müssen an Land gehen, glaube ich. Also im Wasser hat es, glaube ich, keinen Sinn. Irgendwo, wo der Dschungel dichter ist. Oh Mann, ich dachte, es wäre gut. Aber er hat uns instant gefunden. Das hat keine 2 Minuten gedauert. Und dann war er da. Es ist jetzt schon eine ganze Weile vergangen. Ich glaube, insgesamt 2 Ingame-Nächte und Tage. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall war ich viel AFK. Und es ist auch schon ein anderer Tag. Der Server ist jetzt gerade auch gar nicht so voll. 28 von 100 Leuten nur. Aber das ist perfekt, dass wir nochmal unsere Diät auffüllen können. Also ihr seht ja unten rechts, die ist nicht mehr so gut. Diese beiden Dinger müssen wir nochmal auffüllen und wir brauchen noch eine dritte neue Diät, damit wir schneller wachsen. Aber ansonsten ist dieser Ort hier richtig gut. Also hier hat man seine Ruhe. Hier kann man immer schön was snacken. Also hier sind so springende Fische, die kann man fangen. Einfach so. Hat es jetzt geklappt? Nee, natürlich nicht. Machen wir es nochmal aus. Ja, jetzt haben wir einen. Es geht sehr, sehr simpel und die füllen auch gut den Hunger auf. Aber will ich jetzt extra nicht essen wegen den Diäten. Und es gibt hier auch diese großen Fische. Die kann man halt auffangen. Und ansonsten war ich hier die ganze Zeit ungestört an dem Ort. Also der ist echt nicht schlecht. Hier ist übrigens einer von den großen Fischen. So, wir haben ihn. Lassen wir auch nicht mehr los. Und dann können wir den mal am Ufer mal schnell essen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. Der dürfte nämlich unsere anderen beiden Diäten, die gerade ein bisschen leerer werden, auffüllen. Aber wirklich viel ist da nicht mehr dran. Wir sind halt schon echt groß und brauchen viel Nahrung. Ja, mit einem Haps ist der weg. Also es geht ratzfatz. Wir sind schon 3,5 Tonnen schwer und bei 47%. Also gar nicht so schlecht. Es dauert aber sehr lange, bis der auswächst. Wir müssen auf jeden Fall eine Wanderung machen, dass wir andere Beute finden. Denn so viel haben wir hier gar nicht, um andere Diäten aufzufüllen. Wir haben jetzt gerade den Elitefisch gegessen die ganze Zeit. Das ist dieser weiße große. Ansonsten sind das hier nur Spieler. Hier oben auch. Es kommt nur noch der Frosch in Frage. Und ich denke mal, der ist eher so Richtung Sumpf, auch wenn hier steht Wasserbiome. Na, Trodon ist auch noch ein... Aber die Teilen, ja, die bringen nicht viel, die sind so klein. Vielleicht können wir auch andere Krokodile töten, die kleiner sind als wir. Das wäre natürlich perfekt. Da müssen wir mal schauen. Wir haben auf jeden Fall auch das Problem, dass ich jetzt hier diese 3 Symbole habe. Weil irgendwie ist das dritte jetzt auch angefangen, sich hier zu füllen. Dann müssen wir auf jeden Fall warten, bis das wieder runter ist, damit wir die füllen können mit einem anderen. Na, egal. Ich würde sagen, wir wandern jetzt erstmal ein bisschen. Ja, wie witzig der Fisch hier schwimmt. Okay. Ah, jetzt schwimmt er los. Dann suchen wir mal. Vielleicht finden wir ja auch die anderen Saurier, die hier rumbrüllen. Ich weiß halt nicht, inwiefern man die ins Wasser ziehen kann. Ich glaube, es ist halt so, dass wir alles ins Wasser ziehen können, was die Hälfte von uns wiegt. Oder die Hälfte oder unter der Hälfte. Das heißt, alles... Also, erstmal ausrechnen hier. Was sind das? Ja, 1,9 Tonnen, ne? Alles unter 1,9 Tonnen können wir ins Wasser ziehen. Das ist gar nicht so wenig, glaube ich. Also wir sind schon nicht mehr so klein. Oh, da ist ein anderes Krokodil. Da sind 2 andere Krokodile. Die sind größer als wir. Da habe ich ja keine Lust drauf. Da sind 3 andere Krokodile. Okay, wir schwimmen woanders lang.
Oh, ich habe ein anderes Krokodil gegrabt. Das ist sogar ein anderes. Oh mein Gott. Das wäre ein Fisch oder so. Ich glaube, ich habe es gekillt. Das war jetzt voll Zufall. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Sehr schön. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Unsere erste Beute. Also richtige Beute, die auch ein Spieler ist. Essen wir mal schnell. Ich hoffe, das füllt jetzt auch die andere Diät schon auf. Müssen wir halt mal schauen, weil hier noch was drin ist, ne? Ich glaube, das geht noch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich hier ein bisschen entspannen. Ich habe eh gerade keine Ausdauer. Aber dann warten wir mal kurz ab, bis sich die Diät wieder auffüllen lässt. Wir sind voll blutverschmiert. Der Kannibale. Oh yeah. So, der Slot ist wieder frei und die Ausdauer ist voll. Also dieser Slot hier. Da können wir jetzt die andere Diät, glaube ich, auffüllen. Dem Krokodil hier. Genau, jetzt haben wir das andere Symbol da unten rechts. Das ist sehr gut. Oh, das war schon. Nur noch Knochen da. Ich weiß nicht, ob das noch was bringt. Ja, jetzt ist alles weg. Auch die Knochen. Na, ist egal. Wir haben schon mal einen Anfang gemacht. Wir müssen halt jetzt noch ein Krokodil oder so finden. Sind jetzt schon bei 52%. Aber wir schwimmen weiter, würde ich sagen. Ich würde halt gern, bevor die Nacht einbricht, noch ein weiteres Tierchen finden oder so, was ich essen kann. Oh, da vorne ist eine Sackgasse. Aber vielleicht kann man da ja unten durch. Ach, kann man tatsächlich. Einfach so ein Baumstamm. Oh, und ich glaube, hier geht das Sumpfbiom los. Hier sind überall die Algen auf dem Wasser. Oh, das ist gut. Vielleicht finden wir hier dann anderes Fressen. Ich hoffe ja ehrlich gesagt hier auf diese Frösche. Ich kenne hier auch auf jeden Fall einen guten Trinkspot, wo viele trinken gehen. Da direkt an dem Staudamm. Vielleicht können wir da ja auch hinschwimmen. Will ich zumindest versuchen. Und dann können wir vielleicht auch den einen oder anderen Dino überlisten. So, jetzt aber hin da. Wir können halt hier auch erstmal ein bisschen abwarten. Ich muss ja eh die Nacht ein bisschen verbringen und die Zeit totschlagen, dass wir wachsen. Und ich meine, genau hier ist der Spot. Da gehe ich auch immer trinken. Direkt vor uns am Ufer. Oh, da ist ein anderes Croc. Hallo. Das könnten wir gut gebrauchen, ne? Aber ich habe jetzt schon Hallo geschrieben. Jetzt fühle ich mich schlecht. How is your day going, Mr. Croc? Es sind sogar zwei. Wäre ideal für uns, aber ich fühle mich dann schlecht. Ich glaube, die versuchen gerade nur Smalltalk zu machen und nett zu sein, weil die genau wissen, dass ich sie sonst fressen würde. Und sie haben es auch geschafft. Ich bringe es jetzt nicht übers Herz, die anzugreifen, sage ich euch ehrlich. Ich hätte einfach direkt attacken sollen und nicht schreiben sollen. Guck mal, da vorne wird auch was angezeigt. Ich rieche was. Geh mal gucken, auch wenn es am Land ist. Das sind Baby-Stegos. Oh mein Gott. Sie rennen um ihr Leben. Thank you.
Haben sie nochmal Glück gehabt. Nicht, dass die Eltern jetzt kommen. Oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wir sollten hier verschwinden. Keine Ausdauer. Wenn jetzt die Eltern kommen, bin ich RIP. Oh, guck mal. Das ist doch gut. Da können wir essen. Die haben ja gekämpft, die Babys. Ja, viel dran war da nicht. Wir gehen jetzt wieder Richtung Wasser. Und dann würde ich fast sagen, dass wir den Sumpf wieder verlassen. Weil ich glaube, hier ist gerade nichts Großes unterwegs. Übrigens, bevor wir jetzt hier ins Wasser gehen, nochmal kurzer Zwischenstand. Wir sind schon bei 66%. Also mittlerweile sind wir nicht mehr zu unterschätzen. 5 Tonnen schon schwer. Also wir sind schon ein starkes Krokodil. Sieht man aber auch, finde ich. Also wir sind schon mächtig geworden. Aber jetzt geht es erstmal wieder zurück, weil hier ist, wie gesagt, so gut wie gar nichts. Oh, da läuft was. Das ist ein Hase. Und den nehmen wir gleich als Bait. Ich werde jetzt da zur Wiese schwimmen, leg den ans Ufer und dann werde ich mich auf die Lauer legen. Mal gucken, ob irgendwie kleine Fleischfresser oder so kommen oder mittelgroße, die ich dann ins Wasser ziehen kann. Das wäre zumindest der Plan dahinter. Ich würde den jetzt hier so ans Ufer legen, denke ich mal. Hier so. Sieht doch unauffällig aus. Dann lege ich mich auf die Lauer. Mal gucken, ob da was kommt. Oha, was will er denn? Wollt er uns gerade angreifen oder den Fisch? Wahrscheinlich eher den Fisch. Ich glaube, der Pteranodon kommt wieder. Ich hoffe, der fliegt hier hin zu uns. Das sieht so aus, ja. Komm runter. Komm schon, ich würde den so gerne erlegen. Der angelt da vorne irgendwas. Hat, glaube ich, jetzt gerade was bekommen, oder? Er hat leider was gefangen gerade. Wir warten aber nochmal. Der kommt bestimmt nochmal. Ich will ihn sehr gerne erlegen. Sehen. Fast. Oh. Ich hab's nicht richtig hinbekommen, leider. Der hat sich auf jeden Fall zu Tode erschreckt. Na, haben wir es immerhin versucht. Schade, schade. Ich leg's mal hier hin, ganz unauffällig. Dann mal schauen. Gucken, ob die das wahrnehmen. Also wenn die schnuppern, sollten die das auf jeden Fall in ihrem Radius haben.
so nah wie die Coils waren. Ich glaube, sie nimmt es nicht wahr. Die gehen, glaube ich, vorbei. Sind drei Stück. Zwei ältere und ein ganz junger. Da ist was. Nein, die sind gerade fertig mit Trinken. Oh, wie unlucky. Sehr unlucky. Schwimmt an uns vorbei. Ich habe echt Angst vor denen, dass die mich irgendwann mal aus dem Nichts attacken. Gut, dass wir mittlerweile schon relativ groß sind. Oh, da ist noch ein Croc. Und das ist nicht ganz so groß. Sollen wir zuschlagen? Wenn es hier nochmal näher kommt. Oh Gott, da waren zwei. Sind auch beide direkt rausgerannt. Oh. Nee, dann lieber doch nicht. Ich habe den anderen nicht gesehen. Das war so wahrscheinlich sein Kumpel. Auch hier ist das Wasser so niedrig. Liegt aber wahrscheinlich auch schon ein bisschen daran, dass es uns so vorkommt, weil wir so riesig sind. Guck mal, hier können wir gar nicht mehr abtauchen. Aber es ist eine interessante Gegend. Ah, ich kann nicht abtauchen. Vorne wäre Beute gewesen. Dann freunden wir uns doch mit ihm an. Aber er wird uns wahrscheinlich nicht vertrauen. Ach, wie schön. Wir können Freunde sein. Ich bin ganz allein hier. Werd dich auch nicht fressen. Du genauso. Hallo. Warum bist du denn böse? Möchtest du nicht befreundet sein mit mir? Sehe ich zu böse aus? Schade. Hallo. Nicht attacken. Ach, Leute. Warum greifst du mich denn an? Naja. Ich möchte befreundet sein mit ihm. Hi. Er traut mir nicht. Aber ich kann es verstehen. Ich würde auch nicht dem Krokodil vertrauen. Da würde ich auch wegrennen. Na gut, wir sehen uns. Tschüss. Hab ein schönes Leben. Oh, hier vorne wären potenzielle Ziele.
Ist mitten in der Nacht, also ich glaube, die werden uns nicht wirklich sehen. Ich frage mich ja, ob ich die unter Wasser ziehen kann. Ich bin mittlerweile aber fast ausgewachsen und wiege fast 8 Tonnen. 98% schon. Also wenn die jetzt trinken gehen, könnten wir es versuchen. Ich glaube, das sind Ceratos, wenn mich nicht alles täuscht. Na, die gehen leider nicht trinken. Oh, da vorne ist ein anderes Krokodil. Auch sehr groß. Aber es greift nicht an. Gott sei Dank. Voll der Konkurrenzkampf hier um die Beute, habe ich das Gefühl. Wir haben es geschafft. Wir sind zu 100% ausgewachsen. 8 Tonnen schwer, 500er Bite Force. Endlich. Hat echt lange gedauert. Ich glaube, 5-6 Stunden kommt hin. Aber ich habe halt auch viel AFK'd. Aber jetzt können wir definitiv auf die Jagd gehen. Hier ist eine interessante Höhle. Vorne ist ein Wasserfall. Ich hoffe, wir kommen hier weiter. Ist auch ein großes Croc. Ich gehe weiter ins nächste Gewässer. Ist auch ausgewachsen. Wir sind übrigens jetzt bei dem Spot, wo wir mit den Stegos waren. Ich lerne so langsam echt die Map. Das ist super praktisch. Ich finde die Orte wieder und ich weiß mittlerweile auch ungefähr, wo ich bin, so von der Himmelsrichtung. Das ist sehr, sehr gut. Es gibt hier auch echt gute Orientierungspunkte. Wenn wir jetzt hier weiter schwimmen, kommen wir sogar zu dem Ort, wo wir mal gefressen wurden. Vielleicht können wir da ja mal was fressen. Ich habe halt das Problem meistens, wenn ich irgendwie was Spannendes finde oder andere Tierchen oder so, dass das schon Krokodile sind und auch Ausgewachsene. Und ich will mich halt jetzt noch nicht mit den Kloppen, weil ich halt Angst habe zu verlieren. Ich will halt eigentlich erstmal jagen, bevor ich dann auch mein Territorium verteidige gegen die. Ich glaube ja tatsächlich, dass es Sinn macht, auch kleinere Krokodile zu töten. Nicht, weil man irgendwie fies sein will oder sowas, sondern einfach, um die Konkurrenz auszuschalten. Weil es ist natürlich viel, viel angenehmer, wenn man nicht so viele Krokodile hat. Weil die nehmen einen wirklich die Spots weg. Das ist echt nicht so schön. Und ich glaube, wenn man dann anfängt, kleinere Krokodile zu fressen, dann schrumpft man halt so ein bisschen die Population, weil die Leute dann vielleicht den Dino wechseln oder halt auch nicht heranwachsen. Ist ja schon ganz angenehm. So, das nächste kleine Krokodil, was ich sehe, das werde ich töten. Das habe ich auf jeden Fall auch jetzt daraus gelernt. Und jetzt sind wir genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal erlegt wurden. Ich klicke jetzt hier einen Fisch hin als Bait. Und dann warten wir hier mal. Oh, da hat sich was eingeloggt vor uns. Ja, weil ich kann. Er schreibt Y-Man. Ich habe gesagt, ich mache jetzt kurz einen Prozess mit Krokodilen. Ist übrigens auch ein No-Rules-Server. War jetzt nicht so nett, direkt nach dem Einloggen. Aber bevor der uns hier wieder den Spot wegnimmt, mich hätten sie auch gekillt, sage ich euch ehrlich.
Und jetzt haben wir auch alle unsere Diäten voll. Sehr schön. Weg ist er. Hier ist ein anderes Krog. Das hat mich nicht bemerkt. Wir töten es. Wenn es näher kommt, töten wir es. Meint ihr, wir können das greifen? Auch schon ein bisschen größer als das andere. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, das zu drownen. Wir beißen es. Okay, wir haben's. Sehr schön. Die Konkurrenz wird ausgeschaltet. Ich glaube, das Drown war nicht schlecht, weil wir haben seine Stamina verbraucht damit. Also war es gar nicht so verkehrt. Ach, ich kann leider das Croc nicht greifen. Nur ein Stück. Jetzt werden wir zum Kannibalen. Aber voll gut, dass er uns übersehen hat, weil wir so still im Wasser lagen. Weil ich war halt auch rausgetappt. Und es wird langsam wieder hell. Da sind andere Krokodile. Sind aber mehr als eins, deswegen werde ich die jetzt mal nicht fressen. Hoi. Nee, ich möchte nicht. Ich wollte nur Hallo sagen. Habt Spaß, ihr beiden. Ich habe schon genug von euch getötet. Oh, da vorne sind zwei Landsaurier. Das wäre interessant. Ich komme dir hier zu nah ins Wasser. Na, kommt mal was trinken. Oh, die schwimmen durchs Wasser. Er ist tot, der Erste. Da rennt sein Bruder alleine weg. I'm so sorry. Ich glaube, den nehme ich mit als Bait. Why not? Und genau an dieser Stelle endet die heutige Folge. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich weiß, dass ich mehr von The Isle aufnehmen soll. Falls ihr noch eine weitere Folge von dem Deinosuchus sehen wollt, also von Renekton, der hat ja überlebt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Dino. Und wenn ich dann merke, dass das Interesse besteht, werde ich auf jeden Fall dann auch noch eine weitere Folge mit dem Deinosuchus aufnehmen. Dann starten wir auch direkt als erwachsener Dino. Ich wünsche euch jetzt aber natürlich auch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.